Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Team World 4. Es geht heute mal nicht um einen neuen DLC von der Lok, den wir jetzt zweimal haben oder sowas ähnliches. Heute geht es mal um ein reguläres Update, was rausgekommen ist und das kostenlos ist. Und zwar ist das sogenannte Suspension Update rausgekommen. Oder auf Deutsch das Federungs-Update ist da. Einfach gesagt, die Züge haben jetzt eine funktionierende Federung. Also nicht alle Züge. Also sie können jetzt, anstatt dass sie seitlich sich bewegen, sie können jetzt auch hoch und runter sich bewegen. Also ein paar, nicht alle. Das ist neu. Das werden wir uns heute auch bei einer Testfahrt mal ansehen. Und ich werde euch dann mal sagen, welche Loks Stand von der Videoaufnahme das haben. Die BR101 zum Beispiel hat es aktuell noch nicht. Da ist aber schon festgelegt, dass das kommen sollte. Und was auch neu ist, und deswegen sind wir jetzt auch gerade hier im Menü, beim Creators Club kann man jetzt auch die Zugformationen in den Creators Club hochladen. Stand von dem Video geht das auf der Homepage vom Creators Club. Noch nicht, dass man die auswählt, aber hier im Spiel funktioniert es. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz rein. Dann haben wir hier das Kreativnetzwerk. Ja, Standard bla bla. Und jetzt hier bei Kreationen haben wir Zugverbände. Und da könnt ihr jetzt die Zugverbände abonnieren, die euch da irgendwie gefallen. Und dann im freien Spiel oder beim Szenario könnt ihr diese fertigen Zugverbände dann so nutzen. Da seht ihr auch schon anhand der Bilder, die nutzen teilweise auch schon Lackierungsset aus dem anderen Bereich vom Creators Club. Die braucht ihr natürlich dafür. Aber so habt ihr jetzt dann hier die ganzen individuellen Formationen. Das ist sehr geil. Dafür Games sagt auch, der Creators Club ist jetzt hier, also der Formation Designer. Was ist jetzt der Creators Club? Ah, genau. Der Creators Club verliert damit auch seinen Beta-Tag. Das ist jetzt final und keine Beta mehr. Um das zu abonnieren, klickt es dann ganz normal gewohnt an und sagt herunterladen. Bei mir geht es gerade nicht, weil ich habe zu viele Sachen drauf. Wobei, ich habe herausgefunden, wenn du das über die Homepage machst, zumindest mit den Lackierungsszenarien, dann lädt das trotzdem runter. Also nur so als nebenbei Entdeckung. Das ist der erste Teil des Updates. Also das finde ich schon mal super und da bin ich mal gespannt, was da demnächst alles hier so für Zugverbände erscheinen werden. Als nächstes suchen wir uns erstmal eine schöne Lok und Strecke aus und schauen uns mal an, was dieses neue Suspension Update so bringt, fahrtechnisch. Also, kleiner Cut, bis gleich. So, da wären wir da. Jetzt machen wir mal schnell unseren Zug hier bereit. So, Richtung sind dann nach vorne. Das machen wir an. Die Türen gehen wir mal frei. Machen noch die Spaßsysteme an. EDCEs machen wir auf normal. So, SDO machen wir an. Das ist gut. DBWS, ABS machen wir mit an. Das lassen wir aus. Wobei. Komm, machen wir alles mit an. Sollte passen. Bist du normal? Okay. Alarm bestätigt. AWS and AWS operational. Also die Class 800 ist einer der Lokomotiven bzw. Triebwagen, die dieses Update hier bekommen haben. Ich sehe gerade, liegt das ja nicht an. Jetzt schon. Und wir werden mal schauen, wie sich das Ganze so mit Highspeed ein bisschen verhalten wird. Während der Fahrt schauen wir uns natürlich das Ganze hier mal an, wie das so reagiert. Ich lese euch noch vor, was sich noch sonst noch so verändert hat. Und dann habe ich noch ganz schlechte News bezüglich SBB und TS Classic bzw. Train Team World. Das wird euch nicht gefallen. Habe ich heute auch per Zufall mitbekommen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Türen verriegeln. Zu die Hütte. Okay. Dann Abmarsch. Grandheim Bahnsteig 2, der nächste Halt. Bin mal sehr gespannt, inwiefern das jetzt anders ist zum Fahren. Wenn wir jetzt Hoch- und Runterbewegungen haben. Spätestens da vorne sollten wir dann gleich was sehen.
ob sich jetzt hier was tut. Ja, doch, so ein bisschen. Da ist auf jeden Fall was da. So, was schreiben Sie denn so im Text rein? Jetzt gehen wir erstmal hier mal Vollgas. So. In unserer Roadmap vom Juli haben wir angekündigt, dass die lang erwarteten Verbesserungen für die Fütterung in Transient World 4 in den Sommer-Updates enthalten sein werden. Und seitdem haben unsere Entwicklerteams hart daran gearbeitet, die Federungsfunktion zu implementieren und zu testen. Derzeit erleben Sie in Transient World Bewegungen, wenn Sie den Zug über die Gleise fahren mit spielbaren Links-, Rechts- und Rückwärtsbewegungen, wenn der Zug beschleunigt, verlangsamt oder um Kurven fährt. Was wir jedoch verbessern wollten, ist die Auf- und Abwärtsbewegung des Zuges, wenn er über Hebebühnen oder Kreuzungen fährt. In diesem Update wird die Aufhängung deutlich verbessert, um ein realistisches Gefühl für die Bewegung des Zuges über Gleise zu vermitteln. Die Räder werden in Kreuzungen eintauchen und die Spieler können ein Gefühl dafür bekommen, wie der Führerstand auf- und abschaukelt, wenn sie über Kreuzungen fahren. So, wir können hier weiter Gas geben. Welche Loks haben Stand von diesem Update jetzt hier das alles bekommen? Das wären momentan von der East Coast Mainline die Class 801, in der wir gerade sitzen, die Class 66 und die FKA-Wagen. Auf der Vorarlberg-Strecke sind es der ÖBB 4024, die Harbins, die KJ-Ils und die LARIRS-Wagen. So, damit ich das auch noch ausgesprochen bekomme. Auf der Maintailbahn ist die BA624, die Eanos, die Harbins und die Rose-T-Wagen. Auf der Rosenheim-Strecke ist die BA185.2 und ebenfalls die ÖBB 4024. Nicht so schnell fahren hier. Dann die Harbins und die Doppelstockwagen auf der Semmeringbahn, ebenfalls 4024, die Harbins und die U708-Wagen. Ja, ist schön hier ein bisschen mal rumwackeln. Da kommt was Gelbes, das finde ich jetzt nicht so toll. Einfach gelb oder zweifach gelb? Zweifach gelb. Ja, und jetzt wieder grün, da fährt was vor uns. Was noch? Flying Scotsman, die MK1 und die MK2 Brocken, Blackpool Branches, die Class 08 und die Class 47 und die Scottrail Class 380 sowie vom Training Center die Class 323. Das ist momentan so der Fuhrbock, der dieses neue Update hier hat. Es gab da natürlich noch andere kleine Fehlerbehebungen bei diversen Loks und Szenarien, die jetzt aber nicht weiter nennenswert sind. Okay, ich würde sagen, wir schauen dann gleich mal nach draußen und schauen, inwiefern die Fütterung draußen zu sehen ist oder ob das hier nur ein bisschen Kamerashaken hier ist. Okay, grüne Welle. So. Schau mal. Sieht man das hier? Also die Wagen wackeln auf jeden Fall. Im ersten Wagen sieht man es halt nicht so, weil die Kamera drauf fixiert ist. Schauen wir uns mal dieses Drehgestell hier an. Also es bewegt sich auf jeden Fall. Jetzt aktuell haben wir halt keine krasse Hoch- und Runterbewegung. Vielleicht. Ich meine, man sieht es halt hier ganz kurz. Jetzt ein bisschen hoch runter. Hier geht alles mit. Die Federung da drin, da sieht man nicht sehr viel. Und hier. Das muss sich ganz bestimmt genauso bewegen. Und auch der Balken geht hier mit. Eigentlich noch cool gemacht. Das nimmt einfach die ganze Textur so nach oben mit rein, verschwindet, sondern dass sich der wirklich bewegt. Nicht so wie
Ja. Ja, geil, die Performance. Geh mal wieder rein hier. Ah, 125 ist angesagt. Moin, Kollege. In ICE-Lackierung. Ach ja. Ist immer wieder ein Fest, wenn man hier im freien Spiel hier rumfährt. Und dann die ganzen Creators Club-Lackierungen auftauchen. So, 20 Meilen noch. Stufe 1. Doppelgelb und wieder grün. Ja, es glaube ich schadet nicht, wenn man hier mal ein bisschen langsamer fährt. Okay, nochmal zu der Auffederung hier. Also das kann auf gar keinen Fall richtig sein. So wie sich das da bewegt. Vor allem, nachdem es hier immer wieder mal unten rausglitscht. Details! Aber sie fallen auf. Aber ja, cooles Free-Update. Bei allen zukünftigen Loks ist das dann per Standard mit drin. Coole Sache. Und kein Feature für TSW 5 exklusiv oder so. Kauft das neue TSW 5. Da gibt es jetzt Federungen. Ja, und dann gibt es eben noch ganz schlechte News von der SBB, denn von Chris Trains gab es vor kurzem ein Update auf Facebook und da hat er erklärt, dass die Lizenzbedingungen sich verändert haben. Und zwar, einfach gesagt, sagt die SBB, dass man alles, was Zugsicherungstechnisches im Zug drin hat, also PCB, SIFA etc., dass es nicht mehr in den Zügen vorhanden sein darf, oder beziehungsweise es muss deaktiviert sein, sondern es darf nur noch die Standard-Fahrsachen dürfen funktionieren, also Gas geben, Bremsen quasi. Alles drüber nicht mehr erlaubt. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt gemacht haben, ob die da vielleicht jetzt auf den DLC von der BR 101 drauf reagieren, weil man da sehen kann, welche Sicherungen und so Sachen man benutzen muss, damit die Sicherheitssysteme nicht funktionieren. Also vielleicht Angst haben, jemand klaut den Zug. Das ist, also ist jetzt weit hergeholt, aber das wäre so ein Ding. Aber ansonsten verstehe ich nicht, warum man dann sagen kann, die Sicherheitssysteme sollen weg sein, oder? Der Gedanke geht eher anders, dass die Leute lernen, wie es funktioniert und dann einen Zug klauen können. Stand von dem Video gibt es von der SBB dazu kein öffentliches Statement, warum sie das so geändert haben. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was Chris Drain da so geschrieben hat. Ich muss eine traurige Nachricht, also ist übrigens automatisch übersetzt, also nicht wundern. Ich muss eine traurige Nachricht übermitteln. Sie haben vielleicht schon an anderer Stelle in der Trainsim Classic Community darüber gelesen, aber vor kurzem hat die SBB alle Lizenzvereinbarungen mit den Entwicklern von Modellen für alle Zugsimulatorspiele geändert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich weiß, was sie dazu veranlasst hat, aber die Kurzversion ist folgende. Damit ich meine SBB-Lizenz behalten kann, ist es mir jetzt verboten, irgendwas anderes als die grundlegenden Fahrfunktionen in ein Modell einzubauen, das irgendwas mit der Schweizer Eisenbahngesellschaft zu tun hat. Das bedeutet unter anderem keine SIFA und keine PCB. Das betrifft nicht nur mich. Es hat bereits Paul Mörsel von Trainworks betroffen und es wird auch alle Schweizer Spielinhalte von anderen Entwicklern, zum Beispiel Rebit Games, betreffen. Wenn es nicht schon geschehen ist. Für den Startler GTW bedeutet dies, dass ab Version 3.0, Sommersand 24, SIFA und PCB im Turbo GTW deaktiviert sein werden, bis die SBB ihre Position überdenken. Diese Änderungen ja, wobei, ich lese noch schnell weiter, bevor ich mit dem anderen komme. Ja, ich drücke ja schon. Ah, oh, vorne und da zeigt sich lesen. Dies hat nichts mit der Verwendung der Marke SBB zu tun und die SBB haben keine öffentliche Erklärung abgegeben, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Der Wortlaut der neuen Lizenzvereinbarung hat jedoch weniger mit bestimmten Systemen im Zug zu tun, sondern vielmehr mit der allgemeinen Anforderung, dass niemand allein durch ein Simulationsspiel lernen kann, wie man einen Zug auf der Schweizer Strecke ins vollständige Betrieb nimmt und bedient. Insbesondere verlangen sie, dass keine Informationsbildschirme korrekt oder funktional sind,
in Bezug auf Menüs, Tasten und so weiter. Und dass die Spieler nur beschleunigen und bremsen dürfen. Darüber hinaus möchte ich nicht über die Gründe spekulieren, warum sie für diese Entscheidung getroffen haben. Okay, da steht sogar drin. Also, wie paranoid muss man denn sein? Also, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand mal, oder dass es recht häufig passiert, dass irgendjemand in der Schweiz oder generell Züge klaut. Klar, gerade vor kurzem hat es mal gerade auf unserem Discord-Server so ein Meme gepostet, dass jemand einen Bus geklaut hat. Also, nicht wirklich geklaut, sondern der ist halt einfach in den Bus rein. Und ist dann einfach die Buslinie abgefahren und hat die Leute chauffiert. Ist nichts passiert. Aber er war natürlich halt kein Angestellter. Aber sowas passiert jetzt auch nicht wirklich mit Zügen, dass da jemand einfach mit dem Zug rumfährt. Ich meine, das kriegst du dann auch recht schnell mit, wenn da ein Zug fährt, der da gar nicht fahren soll. Ja. Ich weiß nicht. Ich meine, das sind Enthusiasten. Ich meine, klar, es gibt dann immer Ausnahmen, die da extrem sind, wie zum Beispiel dieser eine Typ da, der in New York war das, der da ständig die U-Bahn eingestiegen ist und dann einfach einen U-Bahn-Kurs gefahren ist. Der wurde dafür echt bekannt, das hat der über Jahre gemacht. Und auch dann mit Bussen und so. Aber das sind Extremfälle. Das sind vielleicht einer von 100.000, wo das mal passiert. Und ich meine, ja... Christian schreibt weiter, realistisch betrachtet habe ich nur zwei Möglichkeiten. Ich konnte entweder die aktuellen SWB-Anforderungen erfüllen oder ich konnte den Turbo-GTW komplett aus dem Paket entfernen. Ich verstehe zwar, dass dies für die Schweizer Eisenbahnfans enttäuschend ist, aber ich kann nichts dagegen tun und keiner noch so viele Kommentare, E-Mails oder Support-Tickets weiterzuführen, dass ich diese Funktion im Modell wieder aktivieren kann. Jetzt muss ich mich an die Bedingungen meines SWB-Lizenzvertrags halten, sonst drohen mir rechtliche Schritte. Ich frage mich halt... Also bei Trainsim World wird es ein bisschen schwierig. Ich meine, den Stadler GTW, den gibt es ja ganz normal auch in der deutschen Version. Wenn man dann irgendwie so ein Blanco-Modell rausbringt und dann, ja, Modding Community aktiviert es dann. Also vermutlich, also es wird theoretisch, also es ist nicht wirklich ein Lizenzverstoß vom Hersteller. Weil die Modding Community macht dann halt, was sie will, theoretisch, I guess. Wenn man nicht so sicher bis dann rechtlich da aussieht. Muss man hier langsam bremsen. Dass sie dann da irgendwie Mods rausbringen, dann funktionieren die ganzen Sachen. Mal klar, es sind also Spezialitäten wie ZUB und Co. Aber ich finde das echt ein schlechter Move. Und dann ist die Frage, wie ist es mit den ganzen privaten Gesellschaften? RHB und so weiter. Mit dessen Add-ons. Werden vermutlich eine eigene Lizenzvereinbarung haben. Andererseits, wenn die dann in der Schweizer Strecke nachgebildet ist, bis dann Dauer aussieht, müssen da die Magnete etc. funktionieren oder nicht, kann ich so nicht beantworten. Aber ich hoffe, es ist jetzt wirklich nur SWB an sich. Ich meine, da haben wir zumindest bei Trainsim World eh nicht viel. Aber bei Trainsim Classic gibt es dann doch einiges an Schweizer Content. Und alle alten oder jetzigen Versionen, die bleiben unverändert, aber alles zukünftige ist halt davon betroffen. Das ist halt echt sehr schade. Ja, dazu gerne mal eure Meinung in den Kommentaren drin zu dem Move von der SWB. Und ich hoffe, da ziehen nicht noch weitere dazu. Ich meine, die MTA, also vom amerikanischen Add-on, die ist ja genau gleich gefahren. Naja. Jetzt versuchen wir hier mal einen Grandham hier anzuhalten. Und das ohne, dass ich da irgendwie drüber ziehe. Aber das Positive ist, das Suspension Update ist eigentlich soweit ganz okay, bis auf Details. Aber schön, dass die Züge jetzt so nach oben und runter gehen. Könnte man noch vorstellen, dass es noch ein bisschen extrem ist auf Strecken, die nicht ganz so modernisiert sind. Ich meine, das ist jetzt eine Highspeed-Strecke. Da wirst du nicht so viel hoch und runter haben. Aber wenn wir vielleicht irgendwie so Blackpool-Branches oder so mal reingehen, da glaube ich, so könnte es dann was anderes sein. Mal testen. Da ist die Frage, ob das von der Strecke auskommt, dass da hier im Gleis die Infos drin sind, was dann, also worauf der Zug dann reagiert, oder ob es einfach nur der Zug an sich ist.
der dann aufs Geo-Profil versucht zu arbeiten. Hey, 1,9 Meilen. Theoretisch hätte man noch 4 Minuten. Stellt euch mal vor, die BKB wird so einen Move machen. Boy. Da würde dann Simmel und TD2 gleich viel weniger Spaß machen. So, rein in die Eisen. Was ich natürlich auch sehr begrüßen würde, das ist, wenn sie mal diese Laderuckler mal beheben würden. Die sind wirklich nervig. Vor allem teilweise sind die ja doch richtig extrem. Krass. Ich und auf Bio. Schaffe ich ja sonst nie. Ja gut, stimmt nicht. Schönen guten Tag zusammen. Ich muss mir echt mal den Bremswedel mal wieder hier dran machen. Was ist mit Ihnen alles in Ordnung? So. Oh, jetzt ist schon wieder geleckt. So, Türen auf. Okay, nehmen wir mal die andere Spaßcam. Steigen Sie ein! Da, Kollege! Wer ist denn hin? Norwich. Ah, ganz bis 19:16 arbeiten. Ah, warten. Was haben wir denn eigentlich danach noch? Refem und dann Nieberg, Northgate, Bahnsteig 3. Alles klar. Okay, ich würde mal sagen, hier mache ich mal einen kleinen Cut für euch. Und dann sehen wir uns hier gerade zur Abfahrt wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind kurz vor der Abfahrt. Ah, ich muss euch schon sagen, das SBB News Update, das ärgert mich schon extrem. Alles okay? Ah ja, das wird schon passen. So, dann muss ich mal ganz kurz schnell... Oh. Spiel! Hallo, Spiel, danke. Okay, funktioniert. Wir geben mal Gas. So, volle Pulle hier raus. Ich frage mich dann auch, wie das... Ja gut, vermutlich wird es das auch betreffen. Es gibt ja für TS Classic ja zum Beispiel die Strecke Olten-Züdich mit Rollmaterial. Und da gibt es ja vermutlich das Jahr noch die Erweiterung Olten-Bern. Ich, ob das dann mit betroffen ist. Aber ich guess mal, ich denke mal schon. Aber das macht dann die ganze SBB-Sachen einfach nicht interessant dann zum Fahren. Und ich glaube, wir werden auch keine großen Strecken dann so kriegen jetzt in Transim World. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja, ist jetzt nur die Schweiz da, ist jetzt eh nicht so viel los. War jetzt ein bisschen böse gesagt. Aber es gibt natürlich Leute, die hätten gerne SBB-Content. Und das ist einigermaßen realistisch umgesetzt, wie es halt technisch geht. Ich meine, angenommen, du nimmst jetzt da wirklich mal eine Lokomotive oder einen Triebwagen, was auch immer, dass da jetzt irgendwo auf dem Abstellgleis rumsteht und du kriegst den in Betrieb, weil das irgendwo Bahnwissen hast. Ich meine, auch wenn es jetzt im Simulator nicht drin ist, die Zugsicherheitssysteme sind auch anderweitig dokumentiert. Das ist kein großes Geheimnis.
Und wenn du dann sowieso in der unter Nerds bist, kann man sich da entsprechend austauschen. Aber dann kommst du ja auch gar nicht wirklich weit. Und auch wenn du die ganzen Sparsysteme abdrehst und das Ding halt zum Fahren kriegst, die nächste Schutzweiche sagt dann Hallo. Die lassen dich ja nicht raus. Außer du kriegst es irgendwie so hingebacken und weißt, wie die Abläufe funktionieren, dass du dich irgendwie als einen Zug anmelden kannst. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und dann fährst du raus. Oder du klaust einen am Bahnsteig, was inkludieren würde, dass du den Schlüssel für den Führerstand hast, wenn es jetzt ein neuer Triebwagen ist, und den aktuellen Lokführer dann irgendwie überwältigen kannst. Ich meine, das wäre dann halt schon Terrorismus. Aber, nee. Ich halte es für eine echt dumme Schwassensidee und ich hoffe sehr, dass sie das nochmal überdenken. Und was dann auch gemein wäre, ist, wenn sie dann da wie so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit der Lizenzierung machen. Dass sie zum Beispiel sagen, ja, darf der Games kann es halt machen in einem bestimmten Rahmen. Das ist einfach nicht komplett, das ist halt die Nicht-Expert-Variante, so wie halt jetzt. Und so Sachen wie Study-Level, wie jetzt die 101, die dürfen einfach generell alle nicht machen. Und alle kleineren, so wie jetzt Chris-Trains, dürfen es einfach generell nicht. Echten Arschmove. Wenn wir dann mal so eine Witterungssimulation hätten wie im Diesel Raycar Simulator, das wäre ja richtig krass. Ich meine, da geht die Drehgestelle so geil ab. Das ist Hammer zum Anschauen. Da gibt es übrigens auch eine neue Strecke. Und zwar so eine 760mm Schmalspurstrecke. Im Chinese Style mit entsprechenden Triebwagen dazu. Sieht geil aus, hab schon eine kleine Testfahrt gemacht. Mal ganz weggenommen. Ich glaube, das könnte mal eine ganz gute Fahrt hier werden. Ich mein, auch jetzt mit dem 101er DLC glaube ich nicht, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwann in den Nachrichten sehen, der 101 ist geklaut worden. Darf man nicht weiter eh viel einfacher, wenn man was Historisches klaut. Sind die Betriebnahme teilweise einfacher. Na, doppelgelb. Ja, natürlich. Oder auch nicht. Letzten Drücker wieder grün. Genau umgekehrt hat es vor kurzem in Trend Driver 2. Beziehungsweise das Short-Video habe ich eh hochgeladen. Schöne grüne Ausfahrt. Da wird ein Block aufgelöst, das Signal springt auf Rot, knallt dann natürlich voll durch. Ach ja. Wenn die Fahrdienstleiter nicht untereinander quatschen. In dem Fall war es halt, ich war ja halt in Tarkowice und German hätte hin müssen. Block stand, Ausfahrt war da. German hat dann gesagt, naja, wir nehmen den Block zurück, weil der Zug aus dem Offline kommt. Was jetzt per se jetzt noch nicht das Problem ist. Problem ist, Sherman hätte halt natürlich mit Tarkowitz reden müssen, hey, du, ich muss den Block zurücknehmen. Kann ich das nur sicher machen, weil da kommt er aus dem Offline. Und dann hätte Tarkowitz halt mir Bescheid gegeben, ja, puf, war nicht weiter, der Block wird zurückgenommen. Oder das Signal halt wieder auf Halt. Dann macht Sherman halt sein Ding, Block wieder aufnehmen und Ausfahrt. Ich meine, teilweise das nicht, kann es natürlich sein, dass der Zug hier natürlich voll auf der Strecke drin ist oder schon in der SBL drin. Und in der SBL, meines Wissens, kriegst du dann kein Rot, wenn der Block zurückgenommen worden ist.
Der gibt einfach natürlich normale Freifahrt. Und wenn du natürlich Vorderseite aus jetzt vielleicht nicht gerade so aufpassen und das gerade mitkriegen, dass der Block gelöst worden ist, obwohl du einen entsprechenden Klingelton hast, könnte es ein Desaster geben, wenn einfach mal zwei Züge in der Station auftauchen. Das ist auch schon passiert. Zum Bahnhof hin kann es ein bisschen länger werden mit dem Abstand. Die Doppelgelb, diesmal bleibt's. Ich meine pro Stunde einmal auf die Seite. Einfach gelb. Gut, wir müssen mal ein bisschen mehr bremsen. Minimale Bremse. Vermutlich genauso wie immer, kurz vor Schluss gibt es dann die Einfahrt. Da haben wir sie ja. So, Herr Fahrdienstleiter, wie sieht's aus? Ich würde da gerne mal rein. ZW1. Ah, genau wie ich es vermutet habe. Auf den letzten Drücker, wie immer. Ganz nach rechts. Okay. Next Station Shop, New Arc. Dann hier halten und in der andere Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten würde er ja haben hier ganz nach rechts fahren. Ja, da hat man es jetzt ganz gut gemerkt. Ein bisschen hoch noch und runter. Ja, doch, nettes Gimmick. Schönes Kommen. Also das kommt noch wirklich dann für das gesamte Rollmaterial, was momentan hier in Transimworld so rumschwirrt. So über die Zeit. Aber das wird jetzt vermutlich noch einen Monat, zwei dauern. Und dann haben wir das über allem. Und wenn es dann zu dem SWB-Fall irgendwas Neues geben sollte, dann werde ich euch natürlich informieren. Der Beitrag vom TSW-Forum, den werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr da auch selber mal reinschauen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Aber ich gehe mal davon aus, da wird sich so in der nächsten Zeit nicht sehr viel tun. Also, dass die Community ein bisschen ein Rage drüber haben wird. Beziehungsweise hat es auch jetzt schon. Das war mit dem kleinen Update-Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich bin schon mal sehr gespannt auf eure Kommentare unten. Oder wir diskutieren auf Discord. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Bis dahin, wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.